Hey und willkommen zurück zur nächsten Folge der Road to Glory mit dem FC Karl Zeiss Jena. Und wir starten heute endlich rein in die zweite Saison. Und dieses Mal schaffen wir hoffentlich den Aufstieg. Das ist zumindest das Ziel in diesem Jahr. Denn noch ein Jahr vierte Liga möchte ich nicht machen. Und um das zu schaffen, haben wir einige neue Spieler am Start. Genauso werden uns aber auch einige verlassen. Beziehungsweise haben uns einige verlassen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Sprich, wir gucken jetzt mal so ein bisschen auf die Mannschaft. Und danach gehen wir schon in die Hinrunde komplett, plus halt alle Transfers, die so passiert sind und noch ein, zwei Spielchen. Sprich, es wird eine spannende Folge und ich hoffe, ihr freut euch so wie ich auf diese Saison, denn ich denke, dass wir dieses Jahr den Aufstieg schaffen. Ja, und wir schauen uns jetzt mal an, wer die Mannschaft so verstärken wird. Klar, die neuen Jungs, beziehungsweise die Jungs von der Laien, alle kommen wieder zurück. Einfach nur, damit wir ganz kurz einen Überblick haben, wer jetzt so da ist. Beziehungsweise wer schon neu da ist, denn da sehen wir auch schon ein, zwei neue Gesichter. Aber zuallererst im Tor, Müller wird bleiben. Dann sehen wir schon den ersten neuen mit Christian Wied oder Fied von Borussia Dortmund gekommen, beziehungsweise von der zweiten Mannschaft. Ich finde den klasse von den Werten her. Als Rechtsverteidiger ist er nochmal offensiv stärker als Bühler, hat deutlich mehr Potenzial und das ist irgendwo wichtig in dieser Karriere hier. Könnte aber auch als ZM spielen, sprich auch für die Kaderbreite ist der sehr wichtig. Dann haben wir hier mit Maklika einen kroatischen jungen Innenverteidiger, 23 Jahre jung. Er ist nicht ganz so teuer gewesen zum Glück. Die Werte sehen eigentlich nicht schlecht aus, vor allem ist es ein absolutes Kraftpaket, zumindest von den Werten hier. Größe, Gewicht 1,96 groß und 102 Kilogramm, jedoch Stärke bzw. Kraft von nur 6. Da muss er noch ein bisschen dran arbeiten, aber ansonsten gefällt er mir sehr gut. Mal schauen, wie der sich so entwickeln wird. Auf links wird ganz bestimmt nicht Halili spielen, sondern da wird wieder wie gewohnt Lange aufgestellt werden, zusammen mit dem guten Marcel Hoppe. Gutes Talent, werden wir schauen, wie er das dann macht. Und ansonsten sieht das alles ziemlich gut aus. Feistner werden wir wahrscheinlich verleihen. Ja, ansonsten ist da jetzt nicht so viel Spannendes hier dabei. Denn die ganzen Neuzugänge, die ich euch zeigen will, sind irgendwie noch nicht da. Sprich, das mache ich jetzt mal schnell. Transfers brauchen wir gar nicht. Wir sehen die hier schon. So, Maurice Brandt kommt zum FCC unter anderem. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Und dementsprechend ist er erstmal für die zweite Mannschaft eingeplant gewesen, werden wir aber wieder verleihen. Robin Friedrich war schon mal beim FCC, ist hier leider nicht aufgezeichnet, aber ich weiß, dass er schon mal dort war, weil da war ich auch noch beim Zeiss, als er noch da war. Und der sieht richtig gut aus und hat Riesenpotenzial. Werden wir aber auch erstmal nochmal verleihen, weil ich hoffe, dass er sich so dann in der Laie macht, so wie Halbig. Ansonsten haben wir noch Tobias Boschet, ebenfalls für die zweite Mannschaft geholt, weil ich dachte, gut, ein bisschen Breite brauchen wir da auch. Und dann sehen wir hier noch einen weiteren Abgang mit Batican Yilmaz, aber für 100.000 und potenziell 125.000. Da konnte ich dann nicht Nein sagen, er ist auch nicht viel mehr wert jetzt mittlerweile. Die Werte sind krass und ja, er hat viele Tore gemacht in der letzten Saison und hätte diese wahrscheinlich noch mehr gemacht. Aber das war ein Angebot, was ich nicht ablehnen konnte und er wollte dort unbedingt hin und dann hätten wir nur Stress gehabt. Und für das Geld können wir uns noch einen neuen Mann holen. Und die zeige ich euch jetzt gleich. Die sehen wir bloß jetzt hier noch nicht, weil die hier noch nicht geholt sind. Denn wir haben da noch zwei weitere Neuzugänge. Zum einen haben wir noch Raphael Terpsarides geholt. Ja, über den spreche ich dann vielleicht nachher auch nochmal ein bisschen genauer. Für die A-Jugend. Und Lukas Ribeiro, vorher in Österreich viel gespielt. Da bin ich mal gespannt, wie der sich entwickeln wird. Auch hier das Potenzial riesig. Eigentlich für die Außen geholt, aber ihr werdet nachher sehen. Der Plan hat sich so ein bisschen geändert, aber für die Außen ist er zumindest erstmal eingeplant gewesen. Sieht ziemlich cool aus, ziemlich gut aus. Wir haben einen Uruguayer jetzt im Team, was ich immer sehr cool finde, wenn man so ein bisschen Länder auch reinbringt, die man sonst nicht so häufig sieht. Und das Potenzial ist auf jeden Fall am Start. Ist ein bisschen teurer gewesen, aber das war er mir dann letztendlich wert. Und wir konnten es uns auch leisten irgendwo. Und jetzt fangen wir an mit der Folge, so wie gewohnt, ohne Facecam. Das war jetzt bloß, um euch den Kader noch ein bisschen zu zeigen. So, dann starten wir rein normal in die Folge ohne Facecam. Und zwar sehen wir sofort, dass wir hier im Pokal gegen Hoffenheim ran müssen. Das ist ein eher undankbares Los, würde ich sagen. In der ersten Runde spielt man ungern gegen den Bundesligisten, wenn man aufs Geld ein bisschen auch angewiesen ist. Aber
Wir schauen uns mal hier die Saisonvorbereitung an und dann können wir nämlich auch daran erkennen, dass wir uns gar nicht verstecken müssen vor Hoffenheim. Erstmal gegen Chemie Kahler mit 13-2 gewonnen. Das ist, glaube ich, das höchste Ergebnis, was ich bisher in der Karriere erzielt habe, auch wenn es nur ein Testspiel war. Dann gegen Taborsko. Ich habe den Club noch nie gehört, aus Tschechien. Haben wir 4-0 gewonnen und ich glaube, das ist auch nicht so einfach, gegen die 4-0 zu gewinnen. Danach gegen Leeds United. Mit einem 1-0-Sieg. Und ich musste euch das jetzt nochmal zeigen. Also die haben schon mit richtigen Spielern wie Bamford oder Klich gespielt. Also klar, die haben nicht die 100% Stammelf da aufgeboten. Aber trotzdem, es waren die richtigen Leeds-Spieler irgendwo am Start. Der richtige Verein und alles. Und wir haben da mal soeben 1-0 gewonnen. Und dann gegen Eintracht Frankfurt einfach 3-0 gewonnen. Und ich kapiere nicht, wie wir das gemacht haben. Aber ja, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Dementsprechend müssen wir uns nicht verstecken vor Hoffenheim. Auch hier sehen wir einigermaßen die Startelf. Beziehungsweise Bundesliga-Format hat die Mannschaft, sagen wir es so. Es ist jetzt auch wieder hier nicht die Stammelf. Aber es sind jetzt nicht nur Talente gewesen oder nur Bankdrücker. Also es war schon durchgemischt. Wir haben da 3-0 gewonnen. Jetzt dann der Saisonauftakt gegen Lokomotive Leipzig und gegen Chemnitz wieder. Und danach gehen wir dann gegen Hoffenheim ran, aber das Spiel schauen wir uns jetzt gleich an. Das wird nämlich das erste sein der Folge. Dann schauen wir uns auch noch das Spiel gegen Erfurt an. Das einzig wahre Thüringen-Derby. Das wird, denke ich mal, auch spannend werden. Und ansonsten, ja, müssen wir mal schauen, was wir dann noch für ein Spiel mit reinnehmen. Es sind drei Spiele, die Folge wollte ich schon machen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal rein gegen Hoffenheim in den DFB-Pokal. Erste Runde gegen Hoffenheim. Nicht das beste Los, was man bekommen kann, aber wir starten direkt rein mit den ersten Highlight, denn der FCC wollte sich hier nicht verstecken, haut sich mit allem rein, aber letztendlich ist man dann doch gegen den Bundesligisten irgendwo am Start. Den guten Brun Larsen können wir uns mal merken, der wird nämlich noch ein paar Mal in Erscheinung treten. Hier schöner Ball auf Wolf und dann steht's auch schon 1-0. Ja, nicht mal eine Minute zu Ende gespielt und es steht schon 1-0. Das ist nicht wirklich, was man unter einem Start nach Maß versteht. Gut, für Hoffenheim schon, weil die müssen jetzt sich nicht hier ein abkrebeln, könnte man vermuten. Man könnte jetzt auch denken, boah, der FCC, der wird jetzt sicherlich den Kopf ins Sand stecken. Wir sehen auch hier nochmal ganz kurz, es war kein Abseits. Also Wolf war da schon noch gut ein Stück weg vom Abseits, aber nee. Also wer denkt, der FCC versteckt sich jetzt oder steckt den Kopf in den Sand, was weiß ich, der hat sich geschnitten. Denn wir spielen da munter mit, aber dementsprechend laufen wir auch häufig im Konter, was sowieso sehr häufig passiert ist. Dann haben wir mal einen Freistoß, René Lange! Und was ein Freistoßtor, bitteschön, war das denn von dem guten René Lange in der 17. Spielminute mit dem Ausgleich. Das macht er super. Also klar, Baumann sieht jetzt auch nicht überragend aus, aber den musste erstmal so treten. Und wir haben ja vorhin gesehen, innerhalb der ersten 30 Sekunden ein Tor gefressen und jetzt tun wir es innerhalb der letzten 30 Sekunden gefühlt. Kramaric mit dem 2-1. Wieder war es Brun Larsen da außen, der sich durchsetzt letztendlich, beziehungsweise Bühler sieht da generell keinen Stich gegen den Dänen, ist das, glaube ich. Und die Flanke ist gut, Kramaric Kopfball ist ebenfalls gut und dann steht es halt 2-1. Keine Chance für Sedlak im Tor, wieder unser Pokalkeeper. Und auch hier sehen wir wieder, es war knapp. Sogar noch knapper als beim ersten, aber es war auch wieder hier kein Abseits. Und dementsprechend hat der Linienrichter alles richtig gesehen und jetzt sind wir schon drin in der zweiten Halbzeit. Ziemlich weit sogar schon in der zweiten Halbzeit, 75. Spielminute, bis dahin ist nicht so viel passiert. Außer, dass es immer mal so ein bisschen hin und her ging und dann Brun Larsen auf Kamada. Brun Larsen macht den Vorlagen-Hattrick sozusagen perfekt. Kamada macht mit dem 3-1 den vermeintlichen Deckel drauf. Und ja, jetzt könnte man denken, Hoffenheim hat wohl doch relativ entspannt jetzt alles in der Tasche. Wie gesagt, Brun Larsen macht eine überragende Partie. Den kriegt Bühler da überhaupt nicht unter Kontrolle. Bühler wird auch gleich nochmal im Fokus stehen gegen eben Brun Larsen. Das schauen wir uns jetzt an. Denn der hatte keine Lust mehr gegen den zu spielen. Deswegen hat er den mal kurz gefällt, damit er vorher schon duschen gehen kann. Und jetzt könnte man echt vermuten, okay, das Spiel ist durch. Der Deckel ist drauf, Kramaric hier fast mit dem 4-1 und jener ein Mann weniger. Aber dieser Verein gibt sich einfach nicht auf unter Neutrainer Robsch. Versucht alles nochmal nach vorne. Vasilios Dedidis über die Außen, dann zurück auf Wied, der dann eingewechselt wurde, der dann nochmal als belebendes Element wirkte. Die Flanke noch abgeblockt, aber Wied bekommt den Ball da nochmal, macht den nochmal mit Bürger und Slammer zusammen
Nochmal ein bisschen heiß. Iyamba, der ein bisschen unauffällig war in der Partie, jetzt hier am Ball gewesen. Dann schöner Ball auf Friedrich. Iyamba, wunderschön raus. Und so schnell kann es gehen. 87. Spielminute, 2:3. Und schon wird es wieder spannend, auch wenn jener ein Mann weniger ist und drei Ligen weiter unten spielt. Könnten sie hier nochmal die Sensation schaffen. Wunderschön auch rausgespielt. Und Kraus lässt den da über den Spann rutschen mit seinem schwachen Fuß und dem Dreierabschluss. Aber letztendlich haben wir leider keine Torchance sonst mehr generieren können. Aber wir sehen 10:12 Schüsse, auch die erwarteten Tore. Da haben wir sogar mehr. Sprich, ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft, auch wenn wir nicht weitergekommen sind. Das ist bitter. Aber so ist Fußball manchmal. Und vor allem bitter ist es wegen dem Geld. Aber wir sehen auch hier, es gibt den einen oder anderen Verein, der hier eine Überraschung geschafft hat. Preußen Münster ist weiter. Ganz oben haben wir eine gesehen. Saarbrücken hat es fast gegen Borussia Mönchengladbach geschafft. Also viele, viele Vereine, die sich da schwer getan haben. Vor allem aus der Bundesliga. Und dann war die Transferphase auch vorbei. Wir haben noch einige viele Spieler abgegeben. Vor allem verliehen haben wir viele. Andere Vereine haben auch aufgestockt. Zum Beispiel hier der Berliner FC Dynamo. Beziehungsweise Dynamo Berlin. Werden die echt so rumgeschrieben? Keine Ahnung. Und wir haben Lukas Staufer. Lukas Staufer verkauft. Entschuldigung, verkauft an Górnik Leszno, den polnischen Erstligisten, für 10.000. Da bin ich sehr zufrieden mit, weil den wollte ich so oder so abgeben. Ich dachte nämlich erst, dass sein Vertrag ausläuft. Hier sehen wir noch einen weiteren Neuzugang mit Dominik Wanner. Der ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff. War vorher mal bei Dortmunds zweiter Mannschaft sehr lange, dann bei Mainz zweiter Mannschaft, hat sich jeweils aber nicht wirklich durchsetzen können. Und jetzt versucht das bei uns. Und da bin ich mal sehr gespannt. Hat zumindest innerhalb seiner ersten zwei Einsätze gleich mal ein Tor gemacht. Das kann einen schon mal positiv ein wenig auffallen, aber dennoch müssen wir da auch geduldig sein. Ribeiro, wie gesagt, vorhin schon angekündigt, habe ich andere Pläne jetzt mit gehabt. Ich habe den als falschen Neun ausprobiert und die zwei da vorne, Iyamba und Ribeiro. Das ist eine Sturmkombination, die wunderbar funktioniert. Wir sehen aber nach dem Hoffenheim-Spiel haben wir erstmal gleich noch einen auf den Nacken bekommen. Gegen Auerbach haben wir da 2:0 verloren und das sogar gar nicht unverdient. Also klar, wir hätten das, also ein Unentschieden wäre verdienter gewesen, aber dennoch 2:0 verloren und dann gegen Tennis Borussia Berlin nur ein 2:2. War kein super Start in die Saison, vor allem wenn man bedenkt, dass wir letzte Saison nicht ein Spiel verloren haben, außer im Pokal. Das haben wir dann nach 3 Spieltagen dann schon nicht mehr schaffen können. Aber dafür haben wir gegen Cottbus, sprich den Letztjahres zweiten und Langzeit ersten, 4:1 gewonnen und eben diese Sturmkombination Ribeiro und Iyamba, was mir ein bisschen leid tut für Delidis, weil der Junge ein bisschen wieder hinten anstellen muss. Magdika übrigens in den ersten paar Partien noch nicht so überzeugend gewesen. 6-7er Durchschnittswertung ist nicht überragend, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, auch wenn Schwieren klingt, finde ich nicht so schön wie Schwerin. Aber egal, Schwieren ihn da vorerst den Rang abgelaufen hat, werden wir später im Verlauf der Folge sehen, dass Makeka sich da gefangen hat. Beziehungsweise werden wir nicht sehen, weil ich da nicht so genau drauf eingehe, aber das werden wir in der nächsten Folge uns dann nochmal angucken. Und jetzt sehen wir hier auch noch, dass wir gegen Meuselwitz, sprich den Letztjahresersten, im Pokal ran müssen. Wir haben aber insgesamt 125.000 eingenommen und potenziell können es nochmal 25.000 mehr werden. Das als Viertligist ist, denke ich mal, eine gute Ausbeute gewesen, zumal wir 0 ausgegeben haben. Deswegen, und wie gesagt, auch super viele Leute da verliehen, sogar teilweise kriegen wir noch Geld dafür. Also das läuft alles, da die Leihmaschinerie ist im vollen Gange und Terpsiades habe ich euch ja vorhin schon mal gezeigt, Terpsiades meine ich. Da wollte ich euch bloß nochmal zeigen, der A-Jugendspieler ja stand jetzt, der macht das da richtig gut. 6 Scorerpunkte in 5 Spielen plus gute Werte, sprich ich gehe davon aus, dass wir den bald auch in der ersten Mannschaft sehen werden oder dass wir ihn nochmal verleihen werden. Stand jetzt spielt er aber erstmal in der A-Jugend, weil er der Mannschaft da sehr hilft und der Mannschaft könnte hier zum Beispiel in diesem Spiel ein Tor auch gut helfen. Wir gucken aber in die erste Situation, die gehörte nämlich Erfurt. Wir sind im Derby, mittendrin im Derby, erste Chance für Erfurt, abgefangen und dann lief der Konter. Das schaffen wir generell in dieser Partie sehr gut. Die Konter fahren wir immer ziemlich zielstrebig. Wieder Delidis. Ich habe in dieser Partie vor allem darauf geachtet, viele Zeiss-Spieler bzw. Spieler, die schon lange im Verein drin sind, von Anfang an spielen zu lassen, weil ich dachte, gut, die sind dann motiviert. Und einer war richtig motiviert, und zwar der gute Delidis, schon seine zweite große Chance. Und ich sage euch nur so weit, der hat auch noch einige andere große Chancen gehabt in der ersten Halbzeit, die ich euch alle aber nicht zeigen wollte,
weil die Folge sonst zu lang geht, wenn wir jetzt alle Großchancen zeigen, die dieses hatte. Hier noch eine, aber überragend Tackling dort vom Verteidiger. Und dann sind wir schon in der 80. Spielminute. Wir haben gefühlte 20 Torchancen gehabt und Erfurt nicht eine. Und es steht immer noch 0-0. Und es war wahnsinnig schwer, da irgendwie durchzukommen. Und dann passierte das. Absolutes Flippertor. 1-0 durch den guten Ribeiro. Machte sein 10. Saisontor. Das müsst ihr euch ja auch mal vorstellen. Der hat in den ersten Partien als Linksaußen, wie ich den eigentlich geholt habe, beziehungsweise Rechtsaußen, gar nicht funktioniert. Hat Noten gehabt, also Notendurchschnitt von 6-4 gefühlt. Dann habe ich den in den Sturm gepackt und jetzt hat er 10 Saisontore gefühlte 5 Spiele weniger. Also, das funktioniert richtig gut. Und dann haben wir mal wieder Reni Lange beim Freistoß gesehen. Das ist mittlerweile auch schon eine kleine Tradition geworden in dieser Folge. Wird auch noch ein paar Mal vorkommen. Und ja, der ist aber leider nicht reingegangen. Dann hat es Erfurt mal wieder versucht, läuft aber wieder an den Konter. Delidis ist das, wie gesagt, eine richtig gute Partie gemacht hier gegen Erfurt. Weiß nicht, ob es daran liegt, dass es jetzt Derby war, aber er hat es auf jeden Fall gut gemacht, hat sich da gezeigt. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen der Leidtragende, dass ich Ribeiro da als falschen Neun ausprobiert habe. Wolfram, guter Schuss, ging aber drüber. Und dann kommt es so, wie es kommen musste. 90. plus 1, erste Torchance für Rot-Weiß Erfurt. Der Rückert ist da. Aber auch gefühlte 10 Meter am Abseits. Also der Treffer zählt zum Glück nicht. Dann hat Erfurt nochmal versucht hier mit einer Freistoßkombination. Und diese fliegt ihm jetzt so ein wenig um die Ohren. Wolfram hat da ganz viel Wiese vor sich. Und Elezi sprintet da hinterher und zieht das Foul. Man hätte hier fast schon überlegen können, über eine rote Karte nachzudenken. Andererseits waren da noch viele andere Verteidiger. Dementsprechend gibt's Gelb. Aber nochmal einen Freistoß für Reni Lange. Der sammelt die so ein bisschen in dieser Folge. Und der ist volle Bude in die ins Gesicht des Gegenspielers. Einmal rüber geflankt und dann war die Partie rum. Wir gewinnen 1-0 im Derby gegen Rot-Weiß Erfurt. Das war kein schlechtes Spiel, aber wir sehen anhand der Statistik, das hätten gefühlte 5 Tore mehr sein können. Also ja, effektiv waren wir nicht wirklich. Dennoch reicht es, dass wir jetzt auf Platz 1 stehen und gegen den Berliner AK bzw. Berliner Athletik Club 07, obwohl ich den Namen viel... Es hört sich nicht so gut an wie Berliner AK. Ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, dass das ausgeschrieben so heißt. Gegen den geht's jetzt ran. Und zwar gegen den Zweiten. Also Erster gegen Zweiter. Und der Zweitplatzierte zeigt gleich mal, dass die da nicht ohne Grund stehen. Erste Torchance hier. Und darauf folgt gleich die zweite Meyers-Freistoß an den Pfosten. Und das waren gleich mal zwei Hochkaräter. Aber es ging hier offen hin und her. Es war ein offener Schlagabtausch. Und dann ist es E-Jamba. Was eine Bude. Wunderschönes Tor dort von unserem Kongolesen. Ich sage einfach von unserem Kongolesen. Der macht das da überragend. Gefühlt aus dem Stand. Haut er das Ding da in den Winkel. Wunderschönes Tor. Ribeiro sammelt den nächsten Scorerpunkt. Und dann sehen wir hier mal Halbig. Da habe ich ja, habe ich da vorhin, nee, über den habe ich nicht wirklich geredet, aber der gefällt mir richtig gut auf links außen. Der macht das da richtig mit viel Tempo. Sehen wir auch hier. Und auch viel Betrieb bringt er da rein. Dann mal wieder René Lange beim Freistoß. Haben wir ja nicht mehr so lange gesehen. Und dann gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Dort ähnliches Spiel. Also der Berliner AK hält eigentlich total mit. Und hat auch viele Chancen gehabt. Aber die laufen sich gefühlt jede zweite Chance in den Konter. Und wir spielen die Konter halt auch überragend aus. Wie in dieser Situation. Leon Bürger ist das. Und was ein Pass auf Halbig. Und der macht sein drittes Saisontor. Aber der Pass von Leon Bürger, das war ein richtiges Sahnestückchen, war das. Wunderschön aus der Drehung in den Lauf. Wir schauen es uns jetzt auch nochmal an. Wunderschöner Laufweg auch von Halbig und der bleibt dann cool vorm gegnerischen Tor. Und macht sein drittes Saisontor, belohnt sich dafür gute Wochen. Also die letzten Spieltage waren alle ziemlich gut von ihm. Und dann lief die Kontermaschinerie weiter über Wied, der da auf rechts außen mir gar nicht schlecht gefällt. Der ist halt wahnsinnig bemüht, beziehungsweise nicht bemüht, bemüht klingt so negativ irgendwie. Also er bringt da sehr viel Tempo rein und Engagement, auch wenn das nicht immer 100% klappt, aber viel Tempo auf jeden Fall auf der rechten Seite und viel Energie auch. Aber wir sehen jetzt auch hier, Berlin kann auch kontern. Es ist nicht nur Jena, die hier kontern, sondern auch mal Berlin. Der Lupferversuch aber übers Tor gesetzt. Und dann setzen wir so ein wenig einen Schlusspunkt auf diese Partie. Wolfram kriegt den Ball, Kosta Pfosten. Eyamba ist da, 13. Saisontor. Und ich kann euch nur mal so weit vorwegnehmen. Das wird in der Wintertransferphase, wenn wir dann nochmal auf die ganzen Statistiken und einzelnen Spieler gucken,
Es wird nicht bei den 13 Toren bleiben, da kann ich euch schon mal versprechen. Der Junge hat sich so langsam in den Rausch geschossen. Überragende Saison von ihm. Er war, glaube ich, sogar erwartet als Torschützenkönig am Ende der Saison. Und ich glaube persönlich, dass er das gut schaffen könnte. Und die Partie war dann auch zu Ende. 3-0. Wir gucken uns auch gleich die Statistiken nochmal an. Denn wir sehen, es ist ein bisschen hoch, das Ergebnis, ehrlich gesagt. Klar, Berlin hatte jetzt nicht keine hochkarätischen Chancen, aber dennoch haben die sehr gutes Spiel gemacht. Aber wir haben halt auch eine überragende Partie gemacht. Das hat mir richtig gut gefallen. Und was mir auch aufgefallen ist, da spreche ich gleich nochmal drüber. Erstmal sehen wir jetzt hier, wir sind gar nicht Erster. Ich habe ein bisschen geflunkert vorhin. Denn zwischen der letzten Partie und dieser lagen nochmal ein paar Spiele und da ist ein bisschen was passiert. Dementsprechend sind wir Stand jetzt nur Zweiter und der Berliner AK ist Vierter. Sprich, es war gar nicht Erster gegen Zweiter. Zudem habe ich meinen Vertrag verlängert. Das dachte ich so, ist vielleicht noch interessant für euch. Ich weiß es nicht. Das wollte ich einfach mal gesagt haben. 3200 verdiene ich jetzt wöchentlich. Da würde ich mich nicht beschweren, wenn ich das auch bekommen würde. Und ich wollte bloß sagen, dass Maklica neben Slamar nicht so gut funktioniert wie neben anderen Innenverteidigern. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. So, wir gucken jetzt mal ein bisschen auf die einzelnen Spiele, denn das habe ich so ein bisschen vergessen, während der anderen Partien, zwischen den anderen Partien das zu machen. Sprich, wir sehen hier erstmal, dass wir gegen Meuselwitz 1-0 gewonnen haben und dementsprechend weitergekommen sind. Gegen den letztjahres ebenfalls Finalisten. Dann sehen wir gegen BSG Chemie Leipzig, haben wir 3-2 verloren. Dementsprechend standen die dann auch lange Zeit auf Platz 1, obwohl das gar nicht der Grund war, weswegen wir nicht mehr Erster waren. Wir haben übrigens hier gegen Optik gerade nur 5-1 gewonnen, weil Iyamba mal eben den Viererpack ausgepackt hat. Nee, das hier war der Grund. Wir haben gegen Meuselwitz und unentschieden gespielt, 1-1. Die Partie hatte es auch sichtlich in sich, denn wir die hatten bis zur 90. nur einen Torschuss und dann haben die in der 90. plus 6. einen Elfmeter bekommen. Ich habe fast einen Herzinfarkt gehabt. Aber Müller hat den komischerweise gehalten oder nicht komischer, glücklicherweise so. Und danach haben wir ja das Spiel gegen Berliner AK gewonnen, waren aber dadurch erstmal nur Zweiter. Dann gegen Altklinike haben wir ebenfalls gewonnen, gegen Lok Leipzig. Aber ich glaube, zwischendurch hat dann hier Leipzig nochmal ein paar Punkte liegen lassen. Also nicht Lok Leipzig, sondern Chemie Leipzig. Und die anderen Spiele haben wir noch gewonnen. Dann nochmal ein paar Testspielergebnisse. Ich weiß nicht, warum in dieser Karriere die Testspiele so gut laufen. Ich glaube, es liegt daran, dass ich nicht selber die coache, sondern mein Co-Trainer. Sprich, vielleicht sollte ich das bei den Ligaspielen auch mal machen. Wir haben dort gegen Drittligisten, unter anderem gegen Sandhausen, die Dritter in der dritten Liga sind, 4-1 gewonnen. Leider hat sich Straudi dabei verletzt, da müssen wir mal gucken, wie lange der ausfällt. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Dennoch, also die Testspiele, das ist der Wahnsinn, dass wir die da so gut beschreiten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber egal, in der nächsten Folge geht es dann in die Rückrunde und in die Wintertransferphase. Und da freue ich mich schon drauf, denn wir haben so einen oder anderen Spieler, beziehungsweise ich habe den einen oder anderen Spieler auf der Transferliste, auf den ich mich freue. Vorher gucken wir uns die Tabelle nochmal an, denn wir sehen, wir sind souverän Erster. Na gut, ganz souverän nicht, sind nur 3 Punkte auf dem Zweiten. Aber trotzdem kann man wieder von einer guten Saison reden und vor allem, wenn wir uns die Tore mal angucken, 48 geschossene Tore, das ist schon überragend. In 20 Spielen ist eine Quote von über 2 Tore pro Spiel. Und dementsprechend bin ich sehr zufrieden mit der Saison oder dem Saisonverlauf bisher. Und ja, wie schon angekündigt, in der nächsten Folge geht es dann in die Transferphase. Das wird spannend werden. Wir gucken uns die einzelnen Statistiken nochmal an, gucken, wie viele Tore zum Beispiel Iyamba gemacht hat, der eine Riesenentwicklung nimmt, der jetzt sogar als guter Drittligaspieler betitelt wird. Und ja, und die Rückrunde spielen wir auch. Stimmt, könnte ich auch noch sagen. Gucken dann mal, ob wir den Aufstieg schaffen oder nicht. Und ich hoffe, du bist dann auch am Start. Und bis dahin, ciao, ciao.